Hallihallo, mein Name ist Melanie und ich nehme euch heute mit zu einem neuen Abenteuer. Ich habe heute etwas sehr Besonderes vor oder was sehr Außergewöhnliches und ich hoffe, das funktioniert. Ich hoffe, alles läuft gut und wie geplant und dann wird das wirklich, glaube ich, ein echt cooles Video. Bleibt dran. Auf geht's. Okay, bevor es losgeht mit der Erkundung des Lost Places, muss ich mal kurz erklären, dass wir dachten, es ist ein Lost Place. Was sich aber im Endeffekt herausgestellt hat als ein mittlerweile Museum. Ja, ich dachte, ich nehme die Kamera trotzdem mit rein und filme damit rum. Und hoffe doch, dass es trotzdem halbwegs interessant ist. Ich bin übrigens an dem Tag mit Tommy unterwegs und wir sind zurzeit immer öfter dabei, Lost Places zu erkunden. Falls ihr weitere Videos sehen möchtet, wo ich auch dabei bin, kann ich auch gerne seinen Kanal mal verlinken. Unter anderem waren wir in einer alten Fabrik, die Zink-Weißwiller heißt die in dem Video. Und es werden sicherlich noch einige Lost Places mit dazukommen. Also, falls ihr Interesse daran habt, das zu sehen, verlinke ich euch seinen Kanal unten drunter einmal, damit ihr das anschauen könnt. Ja, dann viel Spaß bei dem Video. Okay, wir besuchen heute ein Lost Place. Das ist ein ehemaliges Gefängnis. Das ist scheinbar ein Museum. Mal gucken, ob man hier auch irgendwo reinkommt. Das ist scheinbar ein kleines Museum oder sowas, wa? Na, wir gucken mal. Museum, oder? Ja, das ist im ersten und zweiten Ober- und Obergeschoss noch Ausstellungsstücke und Zellenfakte. Und auf dem Gelände sind oben noch überall Informationssachen. Ja, okay, alles klar. Gucken wir uns mal an. Ja. Dankeschön. Bitte. Na ja. Nein, jetzt bin ich gespannt. Erziehungsbereich. Ja, und vorne ist das Museum. Ich habe auch nicht gedacht, dass es so warm wird heute. Von 83. Also das sind ehemalige Gefangene? Ja, ja, ja. Entlassungsschein von 56. Armee geboren, 56. Ja. Führungsgrad. Das ist einfach nur abstrakt. Warte mal, die Büste wurde 1979 vom damaligen Theologiestudent Christoph Lauge als Solidarität mit dem verhafteten Kommilitonen Matthias Storck gefertigt. Er zündete regelmäßig eine Kerze an. Das ein sehr Kerzenständer. Schreibmaschine. Stimmt. Alles immer noch vergittert. Eine Prothese, Briefe, ja,
oder Briefe. Listen. Kameras. Praktika sind sogar gute. Sehen nicht gerade bequem aus, die Sachen. Mit den politischen Häftlingen ihr Leben im Zuchthaus Fristeten? Was? Fristeten? Krass, ey. Schlagstücke. Alte Polizei, also Uniformhose, Fleischhelm, Kombinkäfig und Handschellen. Allein schon die dicke Tür hier. Wie stark die Tür hier schon ist. Ja, krass, so. Voll breit. Und dann wirst du hier. Aber weißt du, was ich nicht verstehe? Ach, hier oben schließt sie ja. Ach, hier. Vielleicht wollte ich gerade sagen, ist doch auch kein Türschlosser, Mensch. Ne? Mach das hier oben. Und wenn du durchdrehst, wirst du hier reingesperrt. Und in, keine Ahnung, 5-6 Tagen wieder rausgeholt. Und dann klingen so wahrscheinlich irgendwann die Stimmen in deinem Kopf. Und was ist das? Das ist eine Kopiermaschine. Kopiermaschine. Der Drucker von damals. Wo sind wir reingekommen? Durchs Tor? Da. Da, hier vorne. Da ist das große Tor. Hier vorne sind wir reingekommen und wir müssten jetzt in dem Gebäude sein, ne? Genau. In dem. Bei der auf der Kamera auch so aus? Nee, komm. Nee. Das ist die andere Seite. Und da drüben stand ich und habe mich gewundert, warum ist hier ein Spiegel? Wo geht die hin? Das ist in der Kamerahof. Jetzt geht's hoch. Zu den Zellen? Ja. Erinnert mich so ein bisschen an Phasmophobia. Erinnert mich so ein bisschen an Phasmophobia. Du bist in einem Gefängnis und das Gefängnis, da ist ein Geist und du musst den Geist finden und der fängt an, irgendwann dich zu jagen. Ach so. Erziehungsbereich. Seminarräume. Ein Beispiel für eine Zelle. Voll groß. Die Zelle ist einfach mal größer wie meine Kabine auf dem Schiff. Das Bad. Und überall Graffiti.
Sogar mit Heizung ist ja schon fast Luxus. Also die Größe hätte ich mir definitiv kleiner vorgestellt, wirklich. Also der Plan war es ja, einen kompletten Losting Place zu besuchen. Stattdessen sind wir jetzt irgendwie in einem Museum gelandet. Ist aber auch ganz interessant. Hätte ich nicht erwartet. Ich muss mal gucken, wie lange das noch. Ja, noch mehr Gitter. Voll hoch die Räume. Oh, jetzt. Also das ist jetzt der richtige Gefangenenbereich. Alter! Okay. Huh? Ja gut, das sind ein paar, ne? Das erklärt die Größe des Raumes. Hier ist nicht nur einer drin. Hier sind viele drin. Der sitzt auf Toilette. Wann will ich sehen? Der hier. Der Raum. Warte, ich komme sofort. Komm jetzt. Oh, der Raum ist so schön. Yep. Das ist die Rekonstruktion von den 1970er Jahren. Crazy, oder? Das ist richtig crazy. Die 60er. Schon etwas weniger. 40er, 50er. Ha. Hier ist die Menge wieder relativ human. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Leute. 7 Leute. Oh. Ups. Nicht unbedingt bequem. Toilette ist leer. Und das sind die 80er Jahre. Also auch wieder relativ leer. Es sind immer noch super viele Menschen auf kleinem Raum. Aber die haben wenigstens noch eine Toilette. Ich finde es immer wieder faszinierend, dass man sowas da drauf schreiben muss. Wenn das nicht da drauf wäre, hätte es sicherlich noch keiner probiert. Also das ist nicht ohne Grund da drauf geschrieben. Dann sind das Waschbecken. Es ist halt ein riesengroßes Gelände. Leider kann man wirklich nur einen Bruchteil besichtigen. So sieht das Ganze aus.
Ja. Auch wenn das jetzt ein bisschen random war, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wir sind schon am Ende. Das ist alles, was ich mitgefilmt habe. Es werden weiterhin Lost Places kommen, die vielleicht nicht ganz zu dem Kanal passen, aber vielleicht trotzdem interessant sein könnten, weil ich ja noch überall die Kamera mitnehme. Und generell finde ich persönlich, dass so leere Gebäude oder Gebäude mit Geschichte super interessant sind und ich nehme euch da einfach mal mit. Aktuell bin ich zu Hause, das heißt vom Schiff werden gerade keine Videos kommen, aber dafür halt mal andere Sachen. Ab Dezember bin ich wieder auf dem Schiff, da geht es auch mit den Schiffsvlogs weiter, also stay tuned. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Däumchen nach oben da, wenn nicht, dann nicht. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!